Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dim, und ich heiße dich jetzt kommen auf der Infoseite von War Thunder. Wir haben heute einen wunderschönen Tag. Es ist nämlich der Geburtstag, wie ihr seht, von War Thunder. 8 Jahre. 8 Jahre spiele ich das schon. Oh Gott. Wo ist die Zeit hin? Ja. Und aufgrund dieses Geburtstages ist es mal wieder so spät im Jahr und da hauen sie natürlich wieder Vergünstigungen raus bis zum Abwinken. Gehen wir mal gleich hier drauf, vom 26. Oktober bis zum 2. November gibt es hier spezielle Rabatte von 50% auf Modifikation, Ersatzfahrzeuge, Talisman. Bei Premium-Konto zum Beispiel für 90 Tage müsst ihr deutlich weniger zahlen oder 365 Tage. Ne? Oder im, wie ihr seht, Gaijin Net Store für 180 Tage müsst ihr sehr weniger zahlen als vorher. Ja. So, dann verschiedene Nationen haben dann natürlich diese 50% Vergünstigung, ne, für die Fahrzeuge und für die SL, also für die Silberlöwen und für die Golden Eagles. Ne. So, am 26. bis 28. England, Italien, Japan. Diesmal ein bisschen kurios durcheinander gemixt. Dann am 28. bis 30. China, Frankreich, Schweden. Und wie ihr seht, vom 30. bis zum 2. November, ne, Sowjet, Deutschland, Amerika. Jo. Naja, eigentlich, ach ja, man kriegt gelegentlich hier diese Kiste von Raining Fire, da ein paar Mal nachgeschmissen. Das ist auch noch so ein Ding. Übrigens, ja, hier die Vergünstigungen gelten nicht für die Raining Fire Fahrzeuge. Das ist jedes Jahr so eigentlich, für alle Neulingen darunter, ne. Ja, damit ihr Bescheid wisst. Ja, und hier seht ihr nochmal was Spezielles. Am 2. November fängt ein großes Sale an von 50% Rabatt im Gaijin Store, also in ihrem großen Shop. Ne? Da könnt ihr verschiedene Fahrzeugpakete dann da halt wirklich vergünstigt in die Finger kriegen. Geht bis zum 9. November, also ihr habt ganz viel Zeit hier Geld rauszuschmeißen bis zum geht nicht mehr. Und am 30. bis zum 2., also 30. Oktober bis zum 2. November, gibt es ja auch die Gelegenheit, das Abzeichen für 8 Jahre zu bekommen. Sieht eigentlich, diesmal sieht es nicht schlecht aus. Das Abzeichen vom letzten Jahr war jetzt nicht gerade besonders toll. Das hier sieht eigentlich nice aus. Nettes Mädel mit dabei, auf dem Flugzeug. Ne? Natürlich ist es ein Russis Flugzeug, ist ja wohl logisch, ne? Aber trotzdem. 8 Herzchen, wunderbar. Ja, ach ja, und die Maus könnt ihr erforschen. Für alle die, die es traurig und schade fanden, dass man die Maus nicht mehr erforschen konnte, jetzt ist die Gelegenheit. Ihr müsst sie eigentlich nur anforschen und ja, ich gehe mal davon aus, wenn ihr sie anforscht, heißt das dann auf gut Deutsch, das würde ich mal nicht zu 100% jetzt, steht hier nämlich nicht im Kontext eigentlich drinne. Oder? Moment. Wo haben wir es? Alle Forschungsfortschritte auf dem begonnenen Fahrzeug gehen nicht verloren und ihr könnt eure Forschung jederzeit am 2. November fortsetzen. Das ist gut. Also, ihr müsst die Maus nur anforschen und ihr könnt sie dann weiterhin, selbst wenn der 2. November vorbei ist, ne, könnt ihr sie dann weiter erforschen. Somit habt ihr die Gelegenheit, die Maus zu kriegen. Ein Fahrzeug, ja, es ist halt aufgrund des beschissenen Ratings, muss ich persönlich sagen, weil 8-0, da sind natürlich Fahrzeuge drin, die durchschlagen bei der Maus hier locker die Panzerung. Es ist halt sehr schwierig, mit ihr zu arbeiten und sie ist extrem langsam. Ist auch noch so ein Hit. Ja, daher, aber versucht es. Ne? Es gibt, ich habe schon viele Künstler auch gesehen, die es geschafft haben, mit der Maus wirklich viele Kills zu machen. Ob in Arcade, realistisch oder beim Simulator. In realistisch und Simulator kann ich mir denken, ist die Maus da wirklich. Ja, könnte da der King sein, denke ich mir. Eventuell, warten wir es mal ab. So, dann kommen noch zwei weitere Events. Ne? Einmal Event The Phantom Menace. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hier geht es wohl um U-Boote. Also wir schippern nochmal mit U-Booten. Wie, war das dieses Jahr? War das letztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Nee, dieses Jahr war es nicht. Letztes Jahr, glaube ich. Letztes Jahr hatten wir einen 1. April-Scherz. Da haben wir auch mit U-Booten gearbeitet. Ja, ja, das Ereignis wird am 30. Oktober starten. Und ja, wie lange es geht, steht jetzt leider nicht hier drin. Also Einzelheiten zu dem Ereignis werden am 30. Oktober in separaten Nachrichten veröffentlicht. Achso, okay, dann bekommen wir deutlich mehr Nachrichten. Wer weiß, vielleicht kriegen wir jetzt sogar komplett die U-Boote. Das wäre natürlich auch ganz nice.
so als Einsteiger irgendwie oder so, kurz vorm Patch. Naja, gut, warten wir es mal ab. Dann das übliche Halloween-Event-Thema geht wieder los. Rennen, Tank, Race on the Dark Path und Witch Hunt. Ja, das übliche. Bei dem Rennen werdet ihr eventuell mit dem M18-Panzern von den Amerikanern Wettfahren machen. Ich glaube, das kennt eigentlich schon jeder. Das ist, die Strecke ist dieselbe. So langsam kennt man, ich glaube, jede Position, jeden Stein, an dem man andotzen kann, damit man sich nicht wie nochmal überschlägt, weil die Möglichkeit bestimmte. Ja, und ansonsten gibt es hier noch feierliche Turniere. Die könnt ihr dann hier unter dieser, ich stelle hier extra die Webseite mit in die Beschreibung mit rein, dass ihr euch das selber genauer angucken könnt, ne? Könnt ihr dann da euch auf den Turnieren da mit einklinken, wenn ihr bockig seid. Da gibt es auch 1 gegen 1, 2 gegen 2 und so weiter und so fort. Und da gibt es halt Golden Eagles zu gewinnen. Ja, insgesamt 23 Turniere, okay. Mit einem Preispool von mehr als 160.000 Golden Eagles. Ja, mit einer Sonderabzeichen. Naja gut, das Abzeichen braucht jetzt wirklich nicht jeder. Also wirklich, ne. Die Turnier-Dragons haben auch mal beginnen hier. Da könnt ihr natürlich Equipment gewinnen. Ne? Also allerdings ist es ein 5 gegen 5. Also da müsst ihr schon entweder Freunde mitbringen oder einen Clan. Ist ja wohl klar, ne. Da müsst ihr dann hier auf Teilnahme klicken. Da, wie gesagt, ich tue das ja in die Beschreibung mit rein. Ja, was hier zu gewinnen ist, ja, eine farbige Tastatur, eine Maus mit einem Kabel dran, da bin ich hier gleich draußen, weil ich habe lieber eine Maus ohne Kabel, ich hasse Kabel, ich komme einfach auf Kabel nicht mehr klar. 1500 Golden Eagle, 7 Tage Premium und hier das 8 Jahre Abzeichen. Hier ist eigentlich fast die Belohnung dasselbe, nur halt eine andere Maus, Gaming Maus, Red Dragon, ich kenne die Version nicht, ich weiß nicht, welche Firma das ist, womöglich heißt die Firma selbst Red Dragon, daher, die sind mir gänzlich unbekannt. Okay, das ist eine kabellose Maus, aber trotzdem mit einem Gamepad dazu. Ja, das war's eigentlich. Ja, also steht eine Menge an die nächsten Tage, ne? Steht eine Menge an. Achso, ja, hier, das Event, das Red Dragon, fängt erst am 8. November an. Also ihr habt Zeit zu trainieren, falls ihr noch nicht das Team zusammen habt und so weiter und noch nicht so wisst, ne? Ja. Ja, ich muss sagen, ist halt wieder viel los, aber im Prinzip alle Jahre wieder kommt das hier. Zumindest das hier, ne? Alle Jahre wieder. Aber finde ich trotzdem ganz nice. Und ja, zum Beispiel, meine persönliche Meinung, es ist ganz praktisch, dass ich dann anschließend auf diverse Fahrzeuge mir einen Talisman kaufen kann, zum Beispiel. Weil es halt billiger ist, ne? Deutlich billiger. Und da kann man da richtig schön. Ich sag's mal so, das ist schon wieder dieser bestimmte Moment, wo man wie ein Kind im Süßigkeitenladen ist und kann sich wieder nicht entscheiden. Zumindest geht es mir so. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Naja, gut. Jo, dann, ich habe euch informiert. Und wenn euch das gefallen hat, lasst mir einfach mal ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Und ansonsten, ja, viel Spaß beim Geld ausgeben, viel Spaß beim Fahren, Fliegen, Schippern. Selbst die Helikopter, da ist eine Vergünstigung dabei. Also alle Waffengattungen, die wir in dem Spiel haben. Ne? Viel Spaß bei allem. Und ja, bleibt mir bitte gesund, Leute. Ne? Bis dann, Leute. Ciao.